Hi, liebe Leute. Ja, ihr habt nun fleißig den Mini-Hop geübt, davor die Wippe. Und ihr merkt, das läuft schon gut. Die Erfolgsquote ist sehr ansprechend und ihr könnt natürlich jetzt weitergehen. Um aus dem Mini-Hop nun einen höheren Bunny-Hop zu machen, wo ihr zum Beispiel auch schon über einen Baumstumpf oder so drüber kommen könnt, müsst ihr natürlich jetzt sowohl die Dynamik als auch den Bewegungsspielraum steigern. Auch das Nutzen des Rebounds ist existenziell, damit ihr genug Höhe und genug Pop beim Absprung bekommt. Generell kann man jetzt unterscheiden zwischen einem Zweck-Bunny-Hop. Da werdet ihr merken, auch damit bekommt ihr eine gute Höhe und auch weiterhin, wenn ihr über Hindernisse springt. Das ist im Grunde wie der kleine Bunny-Hop, nur mehr Bewegungsspielraum, mehr Dynamik drin. Und da werdet ihr merken, kommt ihr gut auf eine Höhe. Aber wenn ihr einen Baumstamm überwinden wollt oder einfach noch mehr Höhe habt, fehlt im letzten Teil eine Bewegung, die wir jetzt ergänzen müssen. Sprich, ihr seid abgesprungen, nachdem das Vorderrad oben war, aus den Beinen. Dann müsst ihr den Lenker weiter nach vorne schieben. Dabei werden sich dann die Beine beugen. Das fühlt sich so ein bisschen an, als wenn ihr dann das Rad nach vorne oben zieht. Ja, und diese Bewegung könnt ihr auch einzeln üben. Mein Tipp dafür, sucht euch ein kleines Plateau. Das kann an einer Bushaltestelle sein oder einfach irgendeine kleine Mauer oder auch ein Baumstamm. Dann fahrt ihr in langsamem Tempo darauf zu, legt mit dem Manual Impuls das Vorderrad darauf ab und dann schiebt ihr den Lenker weiter nach vorne und zieht euer Heck mit. Ihr werdet merken, diese Bewegung ist sehr ähnlich wie das, was ihr nachher im letzten Teil vom Bunny Hop macht, um noch mehr Höhe zu generieren. Ganz wichtig für eure Sicherheit, ihr müsst natürlich jetzt beim Steigern des Bunny Hops lose Hindernisse nehmen. Ruhig einen Schuhkarton oder irgendetwas, was nachgibt. Ihr werdet merken, je höher ihr das Hindernis macht, desto mehr seid ihr auch unbewusst gezwungen, die Höhe zu steigern. Das funktioniert sehr gut. Wenn ihr den Bunny Hop übt, bitte sofort auch mit dem Handy mal abfilmen, ob die Bewegung so stimmt, weil viele eine saubere Wippe machen, aber beim Bunny Hop doch wieder alte Gewohnheiten reinbekommen. Zum Beispiel anstatt richtig abzuspringen, nur das Hinterrad aus der Ferse versuchen hochzuziehen. Übt fleißig, macht einzelne Versuche, schaut, dass ihr es Schritt für Schritt macht und dann werdet ihr merken, die Höhe, das Timing, alles wird besser und der Bunny Hop wird dann auch im Trail einsetzbar. Wir sehen uns in der nächsten Lektion. Viel Spaß beim Üben!